Herzlich willkommen beim diesjährigen Vorlesewettbewerb 2020. Der Vorlesewettbewerb ist einer der größten Wettbewerbe an Schulen in Deutschland. Über 600.000 Kinder nehmen teil und ich glaube 6.000 Schulen. Wir sind auch dabei. Wir haben bislang unsere Klassensiegerinnen und Sieger gekürt und die treten jetzt hier gegeneinander an. Diesjährigen Vorlesewettbewerb, damit wir unsere beste Vorleserin oder unseren besten Vorleser küren, der wird dann oder die wird dann im Stadtentscheid gegen die anderen Kinder der anderen Schulen antreten. Das Ganze läuft wie folgt ab. Die Kinder bekommen gleich einen ihnen bekannten Text, aus dem lesen sie etwa 3 Minuten vor und in der zweiten Runde gibt es einen unbekannten Text. Und ja, ich denke, dann können wir jetzt starten. Ich heiße Lara, ich sitze heute hier, um die Vorleserin zu bewerten. Ich sitze heute hier, weil ich im letzten Jahr den Vorlesewettbewerb gewonnen habe. Ja, mein Name ist Sebastian Grohndorf, ich bin Deutschlehrer am Elli und habe die Kandidaten hier betreut und mich daran erfreut, wie sie gelesen haben. Hallo, mein Name ist Daniel Reutzheim und ich bin ebenfalls Deutschlehrer hier am Elli und bin der Deutschlehrer der Klasse 6b und dementsprechend auch hier in der Funktion des Jurymitglieds beim Vorlesewettbewerb. Hallo Leute, ich heiße Lara und bin 13 Jahre alt und stelle heute mein Buch Rico, Oskar und die Tieferschatten vor. Also es geht um Rico und Oskar, die haben eine gute Freundschaft und es geht um einen Entführer, Mr. 2000, und der hat Oskar entführt und Rico muss ihn retten bei der Sondersendung. Hat er es gesehen? Sondersendung. Vor etwa 10 Minuten zeigten beide Arme von Mickey Mouse auf 12. Es ist also schon nach Mitternacht. Im Hinterhaus hat sich eben ein riesenhafter Tieferschatten bewegt. Ich bin mir ganz sicher. Deshalb bin ich jetzt aus meinem Zimmer ins Wohnzimmer umgezogen, in den Nachtdenksessel. Alle Lampen sind an, aber selbst wenn sie aus wären, könnte man durch die Fenster den Mond nicht sehen. Draußen herrscht finstere Nacht. Stürmischer Wind bewegt die Zweige der Bäume, lässt ihre Blätter rascheln und treibt Nieselregen gegen die Scheiben. Meine Bettdecke habe ich mitgenommen und mir über die Beine gelegt. Ich sitze vor dem Computer und tippe mein Tagebuch. Ich muss sofort aufschreiben, was heute Abend geschehen ist, sonst kann ich garantiert nicht einschlafen. Und ich muss einen Plan entwickeln, wenn ich doch nur schneller denken könnte. Frau Darling weiß von nichts. Wenn ich Mama anrufe, mache ich ihr bloß Sorgen. Ich bin ganz auf mich allein gestellt. Ich habe große Ängste. Und kurz vor 7:30 ging ich nach oben. Ich wollte die Abendschau nicht verpassen. Na gut, eigentlich wollte ich die Müffelchen nicht verpassen. Aber das mit der Abendschau klingt nicht so verfressen. Ich drückte auf Frau Darlings Klingel. Keine Antwort. Ich legte ein Ohr an die Tür und lauschte. Nichts. Dann fiel mir ein, weil Frau Darling und ich uns fast ausschließlich an Samstag sehen, wenn sie frei hat, hätte ich völlig vergessen, dass sie unter der Woche bis 8 arbeitet. So, sie konnte noch gar nicht zu Hause sein. Wahrscheinlich stand sie genau in diesem Moment noch hinter der Fleischtheke und schlachtete die letzten Schnitzel. Manchmal bin ich so ein Depp. Im Stockwerk über mir kuspelte jemand auf der Treppe rum. Ein fröhliches kleines Pfeifen erklang. Von Fitzke konnte es nicht kommen. Der ist garantiert der unfröhlichste Mensch auf unserem Planeten. Eine Tür fiel zu. Dann Stille. Ich also rauf in den vierten. Auf dem Treppenabsatz stand ein voller blauer Müllsack. Tapetenstreifen guckten raus und mit Farbresten bekleckerten Plastikfolie, roten, gelb und orange. Wenn das mal kein glücklicher Zufall war. Der Bühl war zu Hause und ich hatte eine halbe Stunde Zeit. Wenn ich es geschickt anstellte, würde er mich bestimmt in seine Wohnung lassen.
Als ich klingelte, öffnete er sofort mit seinen schönen weißen Zähnen und den schwarzen Haaren und der Narbe am Kinn. Er sah mich erstaunt an, fast besorgt. Rico, ist was passiert? Warum fragen so viele Leute, wenn ein Kind bei ihnen klingelt, immer gleich, ob was passiert ist? Ich schüttelte den Kopf und steckte eine Hand aus. Guten Abend, mein Name ist Federico Doretti. Ich lese das Buch Ricos Gone, die Tieferschatten vor, in dem es um die Hauptfigur Rico geht, die mit seinem besten Freund Oscar Mr. 2000 schnappt. Ich habe diese Textstelle gewählt, weil Rico sich da selbst gut vorstellt. Ich sollte an dieser Stelle wohl erklären, dass ich Rico heiße und ein tiefbegabtes Kind bin. Das bedeutet, ich kann zwar sehr viel denken, aber das dauert meistens etwas länger als bei anderen Leuten. An meinem Gehirn liegt es nicht. Das ist ganz normal groß. Aber manchmal fallen ein paar Sachen raus. Und leider weiß ich vorher nie, an welcher Stelle. Außerdem kann ich mich nicht immer gut konzentrieren, wenn ich etwas erzähle. Meistens verliere ich dann den roten Faden. Jedenfalls glaube ich, dass er rot ist. Er könnte aber auch grün oder blau sein. Und genau das ist das Problem. In meinem Kopf geht es manchmal so durcheinander wie in einer Bingo-Trommel. Bingo spiele ich jeden Dienstag mit meiner Mama im Rentnerclub Graue Hummeln. Die Hummeln haben sich in die Gemeinderäume der Kirche eingemietet. Ich habe keine Ahnung, warum Mama so gern dorthin geht. Da treiben sich nämlich wirklich fast nur Rentner herum. Manche gehen, glaube ich, nie nach Hause. Denn sie haben jeden Dienstag dieselben Klamotten an. So wie der Fitzke seinen einzigen Schlafanzug. Und ein paar von ihnen riechen komisch. Vielleicht findet Mama es einfach nur toll, dass sie beim Bingo so oft gewinnt. Jedes Mal strahlt sie, wenn sie auf die Bühne geht und zum Beispiel so eine billige Plastikhandtasche abholt. Eigentlich sind es fast immer billige Plastikhandtaschen. Die Rentner kriegen das selten mit. Viele von denen pennen nämlich irgendwann über ihrem Bingo-Kärtchen ein oder sind sonst wie nicht richtig bei der Sache. Erst vor ein paar Wochen saß einer von ihnen ganz ruhig am Tisch, bis die letzten Zahlen durch waren. Als die anderen gingen, stand er nicht auf. Und als schließlich die Putzfrau ihn zu wecken versuchte, war er tot. Mama hatte dann noch überlegt, ob er vielleicht schon den Dienstag zuvor gestorben war. Mir war er auch nicht aufgefallen. Tag, Herr Fitzke, sagte ich. Ich hoffe, ich habe Sie nicht geweckt. Fitzke sieht noch älter aus als der Rentner, den es beim Bingo erwischt hat. Und echt schmuddelig. Angeblich lebt er selber auch nicht mehr lange. Deshalb trägt er immer nur seinen Schlafanzug. Sogar zum Einkaufen bei Edeka. Falls er mal aus den Latschen kippt, hat er dann immerhin gleich die passenden Klamotten an. Seit er klein war, habe er es schon am Herzen, hat Fitzke mal zu Frau Darling gesagt. Deshalb käme er total schnell aus der Puste und irgendwann dann Peng! Ich finde, auch wenn er bald stirbt, könnte er sich ruhig ordentlich anziehen oder wenigstens ab und zu den Schlafanzug waschen, zum Beispiel an Weihnachten. Ich würde jedenfalls nicht gern zusammengebrochen bei Edeka vor der Käsetheke liegen und total eklig riechen, obwohl ich erst seit einer Minute tot bin. Fitzke stierte mich nur an. Also hielt ich ihm die Nudeln unter die Nase. Ist das Ihre? Woher hast du die? Gehsteig. Frau Darling meint, es könnte eine Rigatoni sein. Die Soße ist jedenfalls Gorgonzola. Lag die da nur so? Fragte er misstrauisch. Oder lag sie in irgendwas drin? Wer? Kauf dir mal ein Gehirn. Die Nudel, du Schwachkopf. Wie war nochmal die Frage? Fitzke verdrehte die Augen. Gleich würde er platzen. Ob sie da nur so lag auf dem Gehsteig, deine beknackte Nudel, oder an irgendwas... Hallo liebe Jury und liebe Zuschauer. Heute möchte ich euch meinen Krimi Sherlock Holmes und die Baker Street Bande vorstellen und präsentieren. In dieser Geschichte geht es darum, dass Sherlock Holmes in einem sehr wichtigen Fall ist. Und zwar ist ein richtiger Abenteurer getötet worden. Und der Abenteurer hieß Calico Finch. Sherlock Holmes wollte halt mit Watson, seinem Doktor, zu dem Haus von Calico Finch fahren und nach Beweisen suchen. Auf einmal kamen drei Einbrecher und sind auf Sherlock Holmes gestürmt und haben Watson entführt.
Ich möchte euch gerne diesen Text vorlesen, wo eben Watson entführt wurde. Als Wignes, Pillar und Alistair das Arbeitszimmer von Sherlock Holmes betraten, ging dieser unruhig darin auf und ab. Quer über seiner Stirn war ein dunkellila Bluterguss mit hellrotem Rand zu sehen. Wignes wusste, dass sich der Meister nur selten in Schlägereien begab, also musste irgendwas Ungewöhnliches passiert sein. Holmes bedeutete ihn, sich auf das Sofa zu setzen und begann mit erregter Stimme zu sprechen. Baker Street Bande, wir müssen den Fokus unserer Untersuchungen sofort verändern, denn das Leben meines ältesten Freundes hängt davon ab. Watson ist entführt worden. Holmes unterbrach seine Schritte und presste seine Nasenwurzeln mit Daumen und Zeigefinger zusammen. Dabei schloss er fest die Augen. Wignes schlug sich fassungslos die Hand an den Kopf und drehte sich zu Pillar um, deren Mund vor Schreck offen stand. »Herr im Himmel«, rief Alistair aus, nach einem Moment des Schweigens fuhr Holmes fort. Nachdem wir das Museum verlassen hatten, fuhren Watson und ich zum Haus von Calico Finch. Wir durchsuchten seine Papiere und seine Bibliothek nach Hinweisen auf seine Arbeit. In dieser Zeit müssen sich 3 Einbrecher eingeschlichen haben. Sie griffen uns an. Beim darauffolgenden Kampf erhielt ich einen Schlag von einem Kaminbesteck und verlor das Bewusstsein. Holmes deutete auf die Kampfspuren auf seiner Stirn. Als ich wieder zu mir kam, war Watson verschwunden. Pillar betrachtete Holmes überrascht. Zum ersten Mal schien er nicht der kühle Rationalist zu sein wie sonst, sondern echte Gefühle zu empfinden. »Was sollen wir tun, Meister?«, fragte Wignes. »Wir müssen ihn finden, Wignes. Wir müssen ihn finden. Es gibt da draußen einen Ort, an dem Mariottis Männer ihre Opfer in der Vergangenheit immer versteckt haben, in den Katakomben des Friedhofs von West Norwood. Ich habe eine Kutsche bestellt, die euch und den Rest der Bande dorthin bringen wird.« »Was sind Katakomben?«, fragte Wignes. »Unterirdische Gräber«, erklärte Holmes. »Ein geeigneter Ort, um Menschen gefangen zu halten.« »Gräber«, sagte Alistair. »Na, großartig.« Holmes betrachtete den Jungen mit zusammengekniffenen Augen und wandte sich dann wieder an Wignes. »Wenn ihr Watson gefunden habt, lasst ihr mich sofort holen. Ich werde in der Zwischenzeit anderen Spuren nachgehen. Wir müssen schnell handeln, sonst ist alles verloren.« »Bekommen wir unsere normale Bezahlung oder gibt es diesmal mehr, weil es um den Doktor geht?«, wollte Alistair wissen. »Alistair«, riefen Wignes und Pillar wie aus einem Mund. Holmes ging zum Kamin und nahm seine Tonpfeife vom Sims. »Wignes, dein Freund verschwendet wahrhaftig keine Energie auf Sentimentalitäten. Ich hoffe, das macht ihn zu einem besseren Spürhund. Und jetzt geht bitte.« Holmes' Stimme brach beinahe und er bedeutete ihnen, mit der Hand zu gehen. »Wenn wir meinen einzigen Freund retten können, werdet ihr reich belohnt werden. Das versichere ich euch. Und jetzt an die Arbeit!« Ich bin die Berei, bin 11 Jahre alt und bin aus der 6D. Ich lese heute das Buch Ronja Räubertochter und in diesem Buch geht es darum, dass sich Ronja, die Tochter des Rauberhauptmanns Martis, und Birk, Räubersohn aus der verfeindeten Sippe von Borka, mitten im Wald zwischen Graugnomen und Wildtruden begegnen. Doch anstatt sich zu bekämpfen, wie es ihre Väter erwarteten, werden sie Freunde und das heimlich. Doch die beiden bleiben allerdings nicht lange unentdeckt. Und ich lese heute die Seite 7 bis Seite 10. Und da geht es darum, dass Ronja geboren wird und die Räuber reagieren darauf. In der Nacht, als Ronja geboren wurde, rollte der Donner über die Berge. Ja, es war eine Gewitternacht, dass sich selbst alle Unholde, die im Martiswald hausten, erschrocken in ihre Höhlen und Schupfwinkel verkrochen. Nur die wilden Druden liebten Gewitter mehr als jedes andere Wetter und flogen mit Geheul und Gekreisch um die Räuberburg auf dem Martisberg. Das störte Lovis, die dort lag, um ein Kind zu gebären. Und sie sagte zu Martis, »Scheuche diese Krausedruden weg, damit es hier still ist, sonst höre ich nicht, was ich singe.« Es war nämlich so, dass Lovis sang, als sie ihr Kind gebar. »Es gehe dann leichter«, behauptete sie. »Und wahrscheinlich werde das Kind auch von heiterer Natur, wenn es bei Gesang zur Welt kam.« Martis griff nach seiner Armbrust und schoss ein paar Pfeile durch die Schießscharte. »Trollt euch, ihr Wildtruden«, brüllte er. »Ich krieg heute Nacht doch ein Kind. Begreift ihr das nicht, ihr Scheusale?« »Hoho, er kriegt heute Nacht ein Kind«, heulten die Wildtruden. »Wohl ein Gewitterkind, klein und hässlich, für wahr. Hoho.«
Da schoss Martis noch einmal mitten in die Schar, aber sie hohnlachten nur über ihn und flogen mit wütendem Gekreisch über die Baumwipfel davon. Während Lovis dort lag und sang und ihr Kind gebar und Martis die Wildtruden bändigte, so gut er es vermochte, saßen unten in der großen Steinhalle seine Räuber am Feuer und schmausten und zischten und lärmten nicht weniger laut als die Truden. Irgendwas mussten sie ja tun, während sie warteten, und alle 12 warteten nur drauf, was da oben im Turmzimmer geschehen würde. Denn in ihrem ganzen Räuberleben war auf der Martisburg noch nie ein Kind geboren worden. Am allermeisten wartete Glatzenpeer. »Kommt denn dieser Räuberbalg nicht bald?« sagte er. »Ich bin alt und klapperisch und bald fertig mit meinem Räuberleben. Es wäre schon gut, einen neuen Räuberhauptmann zu sehen, bevor es mit mir zu Ende geht.« Kaum hatte er das gesagt, da öffnete sich die Tür und hereingestürzt kam Martis ganz von Sinnen vor Freude. Mit hohen Jubelsprüngen lief er durch die große Halle und schrie dabei wie närrisch. »Ich habe ein Kind gekriegt! Hört ihr, was ich sage? Ich habe ein Kind gekriegt!« »Was ist denn geworden?« fragte Glatzenpeer hinten aus seiner Ecke. »Eine Räubertochter! Juhe und Juhai, eine Räubertochter! Hier kommt sie!« Und über die hohe Schwelle schritt Lovis mit ihrem Kind im Arm. Da wurde es mucksstill unter den Räubern. »Na, jetzt ist euch wohl das Bier in die falsche Kehle gerutscht, was?« sagte Martis. Er nahm Lovis das kleine Mädchen ab und zeigte es den Räubern, einem nach dem anderen. »Da, falls ihr das schönste Kind sehen wollt, das je in einer Räuberburg geboren wurde.« Die Tochter lag in seinem Arm und guckte ihn mit wachen Augen an. »Der Fratz weiß und versteht schon allerlei, das sieht man«, sagte Martis. »Wie soll sie denn heißen?« fragte Glatzenpeer. »Ronja«, antwortete Lovis, »so, wie ich es schon seit langem beschlossen habe.« »Aber wenn's nun ein Junge geworden wäre?« meinte Glatzenpeer. Lovis sah ihn ruhig und streng an. »Wenn ich beschlossen habe, dass mein Kind Ronja heißt, dann wird es auch eine Ronja.« Sie wandte sich an Martis. »Soll ich sie dir jetzt abnehmen?« Aber Martis wollte sich noch nicht von seiner Tochter trennen. Er stand da und sah mit Staunen ihre klaren Augen, ihren winzigen Mund, ihren dunklen Haarschopf und ihre hilflosen Hände und erstaunte vor Liebe. »Du Kind, in diesen kleinen Händen hältst du schon jetzt mein Räuberherz«, sagte er. »Ich begreife es nicht, aber es ist so.« So, jetzt haben wir die erste Runde überstanden und jetzt kommen wir zur zweiten Runde. Der Runde, in dem alle Klassensiegerinnen und Sieger einen unbekannten Text vorlesen müssen. Und zwar stammt dieser unbekannte Text aus einem Buch von Roald Dahl. Er heißt Charlie und die Schokoladenfabrik. Ein, wie ich finde, sehr fantasievolles und spannendes und auch berührendes Buch. Sehr zu empfehlen. Charlie lebt mit seinen Eltern und seinen Großeltern sehr ärmlich in einem ganz, ganz kleinen Haus. Es ist da kalt, die liegen in ihren Betten im Winter und haben wenig zu essen. Es ist aber so, dass in der Nachbarschaft gibt es eine Schokoladenfabrik, die wieder eröffnet. Und der Besitzer dieser Schokoladenfabrik, Willy Wonka, das ist ein bisschen ein komischer Mensch, aber gleichzeitig sehr nett, hat sich eine Idee einfallen lassen. Er lädt nämlich Kinder ein, seine Schokoladenfabrik zu besuchen. Man muss aber eine Eintrittskarte ergattern, indem man eine Schokolade kauft. In 5 von allen Schokoladen, die er produziert, ist eine goldene Eintrittskarte. Mit dieser Karte kann man in die Schokoladenfabrik eine Besichtigung machen und bekommt, glaube ich, sogar bis zum Lebensende so viel Schokolade, wie man möchte. Was für ein Traum. Charlie gelingt das nicht, er hat Geburtstag und er bekommt dieses Ticket leider nicht. Mit ganz viel Glück und Umständen bekommt er aber letztendlich die letzte Eintrittskarte. Und das sieht man hier, selbst die Großeltern sind so erfreut darüber, dass sie diese Karte bekommen, dass der Opa, der jahrelang im Bett lag, auf einmal aufsteht und freudig in die Luft springt. Er beschließt, mit Charlie zusammen die Schokoladenfabrik zu besuchen. Mit 4 anderen Kindern. Es gab ja 5 Eintrittskarten. So, und am Tor angekommen bei der Schokoladenfabrik begrüßt Willy Wonka jetzt die 5 Gäste, nämlich die 5 Kinder, die diese Karten gewonnen haben. Und da lesen wir raus aus dieser Stelle. Herr Willy Wonka. Herr Willy Wonka stand ganz allein in dem großen offenen Fabriktor. Und wie klein er war. Er hatte einen schwarzen Zylinder auf dem Kopf. Er trug einen Frack aus wunderschönem flammenblauem Samt.
Seine Hose war flaschengrün. Seine Handschuhe waren perlgrau. Und in der Hand trug er einen eleganten Spazierstock mit einem goldenen Knauf. Er hatte einen kleinen, pechschwarzen Spitzbart. Und seine Augen waren ungewöhnlich lebhaft und strahlten wunderbar. Ja, sein ganzes Gesicht leuchtete vor Fröhlichkeit und guter Laune. Und wie gescheit er aussah, wie flink er sich bewegte. Er machte unentwegt kleine, ruckartige Bewegungen mit dem Kopf und seinen blitzenden, funkelnden Augen entging nichts. Er wirkte mit seiner Lebhaftigkeit wie ein Eichhörnchen, wie ein flinkes, gescheites, altes Eichhörnchen in einem Park. Plötzlich machte er ein paar komische kleine Tanzschritte im Schnee, breitete die Arme raus, lächelte den Kindern zu und rief: Willkommen, meine kleinen Freunde, willkommen in der Schokoladenfabrik. Seine Stimme klang so hell wie eine Flöte. Kommt bitte einer nach dem anderen mit euren Eltern herein und zeigt mir eure goldene Eintrittskarte und sagt mir euren Namen. Nun, wen kann ich als erst begrüßen? Der dicke Junge trat vor. Ich bin Augustus Glubsch. Augustus, mein lieber Junge, ich freue mich, dich kennenzulernen, rief Herr Wonka, ergriff Augustus Hand und schüttelte sie so heftig, dass Augustus Fettwülste wackelten. Ich bin erfreut, entzückt. Und das sind deine Eltern? Wie reizend. Treten Sie ein. Herr Willy Wonka war offensichtlich genauso aufgeregt wie seine Gäste und die Zuschauer vor dem Tor. Ich heiße Veruschka Salz. Meine liebe Veruschka. Guten Tag, guten Tag. Es ist mir ein Vergnügen. Du hast einen sehr interessanten Namen. Wirklich. Und wie bezaubernd du in deinem Nerzmantel aussiehst. Ich freue mich, dass du Zeit hattest zu kommen. Es wird ein aufregender Tag werden und ich hoffe, es gefällt dir. Oh, es gefällt dir bestimmt. Herr Salz? Frau Salz? Sehr erfreut, Sie kennenzulernen. Ja, die goldene Eintrittskarte ist ganz in Ordnung. Gehen Sie bitte herein. Dann traten Violetta, Burett und Mickey Schießer hervor, zeigten ihre goldene Eintrittskarte und ließen sich von dem vor Energie stolzen Herrn Wonka fast die Hand abschütteln. Und ganz zum Schluss flüsterte eine leise, aufgeregte Stimme: Charlie Bucket. Charlie, nein, so etwas. Du bist der Junge, der seine Eintrittskarte erst gestern gefunden hat, nicht wahr? Ja, ja, ich habe es heute Morgen in der Zeitung gelesen. Gerade noch rechtzeitig, mein lieber Junge. Das freut mich für dich. Und das ist dein Großvater? Sehr erfreut, Sie kennenzulernen, Sir. Wirklich, sehr erfreut. Gut, ausgezeichnet. Sind jetzt alle da? Alle 5 Kinder? Ja, wunderbar. Dann folgt mir bitte. Die Besichtigung beginnt. Aber bleibt schön beisammen. Geht nicht allein irgendwo hin. Ich möchte keinen von euch verlieren, ehe die Besichtigung noch richtig angefangen hat. Nein, auf gar keinen Fall. Die Menge draußen drängelte und johlte noch immer. Charlie warf einen letzten Blick zurück. Dann schloss sich das große, eiserne Tor klirrend. Die Welt draußen war ausgesperrt. So, da wären wir. Herr Wonka trippelte vor der Gruppe her. Durch die große rote Tür bitte. Hier drinnen ist es schön warm, nicht wahr? Ich muss die Fabrik gut heizen, wegen meiner Arbeiter. Meine Arbeiter sind an ein sehr heißes Klima gewöhnt. Sie können Kälte nicht aushalten. Sie würden umkommen, wenn sie bei dem Wetter hier draußen erfrieren müssten. Aber was sind das denn für Arbeiter? Fragte Augustus Klubsch. Immer schön eins nach dem anderen, mein lieber Junge. Herr Wonka sah Augustus lächelnd an. Nur Geduld, du wirst alles zu sehen bekommen. Seid ihr alle drinnen? Gut, würdest du bitte die Tür hinter dir schließen? Vielen Dank. Charlie Bucket zog die Tür hinter sich zu und fand sich in einem endlos langen Korridor wieder, der überhaupt niemals aufzuhören schien. Außerdem war er so breit, dass man leicht mit einem Auto hätte hindurchfahren können. Die Wände waren blassrosa gestrichen und ein weiches,
Angenehmes Licht beleuchtete alles. Wie schön und warm, flüsterte Charlie. Und was für ein wunderbarer Duft, antwortete Großvater Josef und atmete tief ein. Alle Wohlgerüche der Welt schienen hier beisammen zu sein. Der Geruch von frisch geröstetem Kaffee und gebräuntem Zucker und geschmolzener Schokolade und Pfefferminz und Veilchen und gemahlenen Haselnüssen und Apfelblüten und Zitronenschalen. Und aus der Ferne, aus dem Herzen der großen Schokoladenfabrik, tönte ein dumpfes Brausen herüber, als drehten sich die Räder einer Riesenmaschine in halbsberischem Tempo. Meine lieben Kinder, das hier ist der Hauptkorridor, sagte Herr Wonka und erhob die Stimme über den Lärm. Hängt bitte eure Mäntel und Mützen an die Haken dort drüben und folgt mir dann. Alle fertig? Gut, dann geht's weiter. Herr Wonka trippelte den Korridor entlang. Seine pflaumenblauen Samtenfrackschwänze flatterten hinter ihm und seine Besucher eilten ihm nach. Es waren eigentlich ziemlich viele Besucher, wenn man sie alle zusammenzählte. 5 Kinder und 9 Erwachsene. Deshalb gab es ein ziemliches Gedränge, als es den Korridor herunterlief und versuchten, mit der flinken, kleinen Gestalt vor ihnen Schritt zu halten. Kommt nur, beeilt euch ein bisschen, rief Herr Wonka. Wir kommen heute nie und nie mehr durch die ganze Fabrik, wenn ihr so trödelt. Bald bog er vom Hauptkorridor rechts in eine etwas schmalere Flur ab. Dann bog er nach links ab, dann noch einmal links, dann rechts, dann links, rechts und wieder rechts und wieder links. Die ganze Fabrik glich einem großen Kaninchenbau, in dem unzähligen Gänge in allen Himmelsrichtungen führten. »Lasst nur ja meine Hand nicht los, Charlie«, flüsterte Großvater Joseph. »Habt ihr bemerkt, dass alle Gänge gleich bergab führen?«, rief Herr Wonka. »Wir gehen unten unter die Erde. Die wichtigsten Räume meiner Fabrik liegen alle tief unter der Erde.« »Warum?«, fragte jemand. »Weil über der Erde kein Platz mehr ist. Die Räume, die wir sehen werden, sind riesig, größer als Fußballplätze. Es gibt auf der ganzen Welt kein Gebäude, das groß genug wäre, um diese Räume darin unterzubringen. Aber hier unten gibt es so viel Platz, wie ich mir nur wünschen kann. Ich brauche nur weiter zu graben.« Herr Wonka bog rechts ab. Er bog links ab und noch einmal rechts. Die Flure führten immer steiler bergab. Plötzlich blieb Herr Wonka vor einer glänzenden Stahltür stehen. Seine Besucher drängten sich um ihn. Auf der Tür standen in großen Buchstaben Schokoladenraum. Der Schokoladenraum. Das hier ist ein sehr wichtiger Raum. Herr Wonka zog einen Schlüsselbund aus der Tasche und schloss die Tür auf. Es ist das Nervenzentrum der ganzen Fabrik, das Herz des ganzen Geschäfts. Und so schön. Ich bin der Meinung, dass alle Räume in meiner Fabrik schön sind. Ich kann Hässlichkeit in einer Fabrik nicht ausstehen. Jetzt geht hinein. Aber seid sehr vorsichtig, meine lieben Kinder. Verliert nicht den Kopf. Keine Aufregung. Bleibt ganz ruhig. Herr Wonka stieß die Tür weit auf. 5 Kinder und 9 Erwachsene drängten in den Raum. Und welch einer verblüfften Anblick bot sich ihren Augen dar. Sie schauten hinunter in ein liebliches grünes Wiesental, durch das sich ein breiter, brauner Fluss schlängte. Dankeschön. Ja. Das war der Vorlesewettbewerb 2020 in diesem sehr besonderen Jahr. Wir freuen uns, dass wir ihn durchführen konnten. Wir bedanken uns bei allen Vorleserinnen und Vorlesern und bei euch, dem Publikum. Tschüss.